Also wir sind wieder da. Wie ihr seht, hat sich hier was verändert. Lina kann leider nicht mehr und deswegen springe ich mal für sie schnell ein. Und wir fangen direkt an. Und zwar lest jetzt einer von euch oder mehrere hier die Briefe von den Lesern vor und ihr versucht nicht zu lachen und danach versucht ihr darauf zu antworten, was ihr ihm sagen würdet und wie ihr das findet als Dr. Sommer-Team. Ja, wer möchte vorlesen das Erste? Keiner meldet sich. Salam alaikum. Okay. Das Obere? Alles. Okay. Was kann ich gegen meine heißen Träume tun? Jochen 12 aus Fürth schreibt, nachts träume ich immer, dass ich das Mädchen, was in der Schule neben mir sitzt, ausziehe und dann mir mit ihr Petting mache. Was kann ich dagegen tun? Ja. Antwortet darauf. Was würdet ihr ihm empfehlen? Ich weiß nicht mal, was Petting ist. Also weiß es einer von euch? Nein. Was würde ich dir sagen? Hier. Warte, ich muss kurz auf die Toilette. Ja, also laut meinem Wissen ist Petting, wenn man quasi ein Vorspiel macht, ohne richtig Sex und alles, also halt so küssen und streicheln und alles halt so. Ja. Okay, danke schön. Okay. Und was würdest du sagen? Weiß ich nicht. Also, was er damit tun kann? Ja. Weglaufen. Einfach so nach seinen... Halt, einfach so nach seinen Gefühlen. So, dass du seine... Einfach seine Gefühle rauslassen. Ja, einfach seine Gefühle rauslassen und... No. Ist zu laut? Okay. Ja. Okay, ja, moin. Ich hätte dazu gesagt, er kann sowas träumen, aber nicht. Er soll das nicht in echt machen. Das, wenn es in der Klasse wäre, wäre es. Ja. Eklig. Ja. So, kommen wir zum nächsten Text. Wer möchte das lesen? Okay. Verliebt in den Busfahrer. Okay. Busfahrer? Holger 15. Ich habe... Verliebt in den Busfahrer. Holger 15. Ich habe mich in den Busfahrer von unser Schulbus verknallt. Der meiner Meinung nach auch in meiner... nach auch ein Auge auf mich geworfen hat. Lieblingsbriefe habe ich... Liebesbriefe... habe ich ihm auch schon geschrieben. Als meine Mitschüler das merkten, lachten sie mich aus, wenn ich mich selbst befriedige, denke ich immer an ihn und ich stelle mir vor, wie schön es mit ihm zusammen sein könnte. Ist das in meinem Alter normal oder bin ich schwul? Oder bin ich schwul? Ja, ja, was würdet ihr ihm empfehlen oder sagen? Das ist ein Gefühl halt. Also, ja, ich glaube, Achso, das ist ein Junge, ne? Okay, ich glaube, er ist einfach schwul. Also, ich hab ja... Also, ja? Wenn er schwul ist, ist er halt schwul. Ich habe halt nichts gegen Schwule. Nein, so, was? Darf ich nicht? Ich hab also nichts. Willst du selbst schwul sein? Ich hab aber nichts gegen die. Hä, was dann? Lass mich kurz weiter erzählen, ja. Also. Also. Nein. Nein. Also, wenn er schwul ist, ist er halt schwul, aber so, wenn er sich selbst befriedigt und. Es ist nach seinen Gefühlen, halt, das ist mein Motto. Ja. Also. Ich glaube, er ist einfach schwul. Also, ich habe auch nichts gegen Schwule, aber oh, ist halt... Du willst schwul sein? Nein, ich möchte nicht schwul sein, aber... Er ist gerade am Chai trinken. Ich habe wirklich nichts gegen Schwule, aber... Das ist ja seine Meinung, ob er schwul ist oder nicht. Also, es wird, ist ja sein Leben. Also, ich glaube, der Mann wird mit dem Busfahrer schön verknallt sein. Also, ich glaube, das wird ihr rausschneiden, aber... Ich glaube, die werden sich schöne Wohnungen zu suchen, wenn die zusammenkommen. Und ja, ich glaube,
die werden auch halt zusammenkommen. Also okay, das letzte lese ich euch dann vor. Und ihr werdet mir dann einmal alle eure Reaktionen dazu sagen, was ihr davon haltet. Ich lese. Wenn ich eine Wette einlöse, verliere ich meine Freundin. Auf meiner feuchtfröhlichen Party kamen meine Freunde und ich aufs Thema Sex. Im Laufe dieses Gesprächs habe ich mich auf eine Wette eingelassen und versprochen, an meinem 18. Geburtstag zu einer Prostituierten zu gehen. Also eine Prostituierte ist eine Frau, die sich für Geld ja, zu gehen. Vor einem Monat habe ich eine Freundin gefunden, die von der Wette natürlich nicht begeistert ist. Jetzt muss ich mich entscheiden, ob ich vor meinen Freunden als Feigling dastehe oder meine Freundin verliere. Was soll ich tun? So, was ist eure Reaktion dazu? Es hara! Ich hätte dazu gesagt, halt, dass er nicht die Wette, halt, dass er, wie sagt man das? Dass er nicht die Wette gemacht hätte, wie sagt man das? Dass er nicht auf die Wette eingehen soll. Ja, dass er nicht auf die Wette eingehen soll, das wäre ja, das wäre dumm, wenn man, weil da verliert man einfach seine Freundin. Ich glaube, die Wette soll sie nicht einnehmen, wenn sie jetzt mit einer Prostituierten schlafen soll. Also, das ist doch halt dumm, so mit einer Prostituierten, die sich will. Weil er ist ja, sie ist ja eine, sie lässt sich ja für manchmal für andere Leute auch schlafen lassen, so. Also, wenn ich das sagen darf, sozusagen. Sie hat auch mit anderen Männern dann im Bett, so. Also. Ja. Also, ich bin ja ein Moslem. Ja. Alhamdulillah. So, und. So, für meine Nationalität und für meine Religion wäre das halt jetzt eine Sünde. Sag mal leise. Sag mal ehrlich leise. Also, für meine Nationalität wäre das wirklich eine Sünde. Aber wenn ein. Sag mal leise. Wenn ein Christ ist, ihm überlasse ich mein Motto. Nach seinen Gefühlen, ja. Wer will? Ich? Ja. Also. Für Christen ist es auch eine Sünde, du Also ich wäre die Wette nicht eingegangen, weil das für meine Religion Scheißdreck ist. Warte mal. Hab ich doch schon gesagt. Es hara wäre. Also ich wäre auch nicht die Wette eingegangen, weil erstens ist haram. Alle sagen zweitens, haram. Allah hätte dich bestraft. Drittens, Allah hätte dich zum Teufel gebracht. Du bist laut. Lava weiter. Viertens. Lass mich weiterreden. Viertens, Ali ist ein Mädchen. Fünftens, es haram. Okay, also wir haben gesehen, ihr habt alle eigentlich gelacht. Und für zwei von euch gibt es jetzt eine Bestrafung. Also am besten wäre, wenn ihr euch jetzt nebeneinander setzt. Und jetzt müsst ihr euch für eine Minute in die Augen schauen und nicht weggucken. Ist doch ganz easy. Okay. 3, 2, 1 und ab geht's. Was ist ein Fisch? Ich denke nicht zu blinzeln. Look at your nose. Ja! Look at your nose. Das ist der Lern. Ey. Hättest du dich Oh mein Gott. Fleischbällchen. Er ist hier? Schaut mal, eure Freunde rufen euch. Ah, verloren. Ich nicht. Was soll ich jetzt sagen? Er hat verloren. Ja. Komm mal. Ali! Mit wem soll ich jetzt angucken? Kein. Er hat verloren. Er hat nach 30 Sekunden hat er verloren. Er hat weggeguckt. Ja. Ich und Ali sind die Sieger. Ey, hör mal auf. Jetzt müssen wir beide nochmal. Also, ihr seht, hier ist wild was los. Ja. Dankeschön, dass ihr heute dabei wart. Und dann noch viel Spaß bei der Kulturnacht. Ich muss noch meinen Chai zu Ende trinken. Dann trinkt er noch seinen Chai zu Ende und wir gehen schon mal zu den nächsten.